Liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich begrüße ganz herzlich die Hörer von 1Live und die Zuschauer von 1 Festival. Die Fernsehzuschauer vom WDR Fernsehen, die kommen erst eine Viertelstunde ungefähr später dann zu uns. Schön, dass ihr da seid. Wir haben eine offene Runde heute Nacht. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50. Und mein erster Anrufer, der heißt Sven. Und Sven ist 22. Hallo Sven. Hallo Domian. Hallo Sven. Um was geht's bei dir? Bei mir geht es darum, dass ich unter Potenzstörungen leide. Mhm. Seit 2004. Seit 2004? Mhm. So lange. Was heißt das genau? Dass es mal mehr und mal weniger funktioniert. Also an guten Tagen habe ich dann mal eine Erektion. Bei meiner Freundin. Mhm. Und sonst nicht. Mhm. Wie funktioniert das denn? Oder besser gefragt, wie funktioniert das nicht? Du bist da mit deiner Freundin zusammen und es tut sich gar nichts. Ich konzentriere mich irgendwie die ganze Zeit auf meinen Penis und dadurch kommt er nicht hoch. Also ich kann mich nicht fallen lassen. Mhm. Aber manchmal kannst du es. Ja. Ja. Aber ich kann bloß nicht erkennen, warum ich mich da fallen lassen kann. Ja. Wie ist es, wenn du mit dir alleine deinen Spaß hast? Dann klappt es. Und dann klappt es auch mehrmals hintereinander, deswegen. Hm. Das ist ja das Suspekt an der ganzen Sache, finde ich. Also klingt es ganz eindeutig nach einer seelisch bedingten Potenzstörung, keiner körperlich bedingten Potenzstörung. Nein, beim Urologen war ich und der meinte organisch. Technisch ist alles in Ordnung. Ist alles in Ordnung. Mhm. Bist du so lange mit dieser Freundin zusammen, mit der du jetzt zusammen bist? Die letzten Jahre, seit 2004? Nee, seit 15.04. letzten Jahres bin ich mit meiner Freundin zusammen. Mhm. Und vorher? Vorher hatte ich andere Beziehungen, aber die sind daran auch sehr zerbrochen. Ja, aber bis 2004, da hat es funktioniert. Mhm. Was war denn 2004? War da irgendwas? Ich war mit einem Mädchen zusammen und da habe ich gemerkt, dass ich in 3 Monaten nicht einmal mit ihr geschlafen habe. Mhm. Und da hat sie natürlich mich dann auch betrogen gehabt. Mhm. Und das hat mich sehr verletzt und dadurch ging es immer weiter runter. Mhm. Interessant ist ja zu beobachten, du sagst, einmal funktioniert es mit deiner Freundin und dann wieder mal funktioniert es gar nicht. Mhm. Was sind das für Situationen? Siehst du da irgendeine eine Gemeinsamkeit der Situationen, in denen es nicht funktioniert? Das Problem ist, ich habe immer sonst kurze Beziehungen nur gehabt und habe mich dann getrennt, weil mich die Mädchen nicht mehr so interessiert haben. Mhm. Und ich merke auch, wenn ich habe meine Freundin leider schon mal betrogen. Mhm. Und da klappt es dann auch super, weil das was Neues ist, was mich interessiert. Mhm. Und das ist irgendwie bei meiner Freundin. Ich liebe sie und ich muss natürlich für mich auch mal die Bestätigung finden, dass ich noch ein Mann bin. Mhm. Du sagst so, ich liebe sie. Das hört sich so an, als käme da jetzt doch irgendwie noch so ein kleines Aber. Ich kann ihr irgendwie, glaube ich, nicht zumuten, dass sie den Rest ihres Lebens ohne Sex oder mit so einem bedingten Sex nur lebt. Mhm. Und das ist das, was mich immer, und ich glaube ihr nicht, dass sie sagt, dass es hier nichts ausmacht. Begehrst du deine Freundin wirklich? Findest du sie richtig gut und scharf? Nein. Nein. Also nicht mehr. Du schätzt sie als Mensch sehr. Mhm. Aber so von der Erotik her und der Leidenschaft ist eher der Ofen aus. Mhm. Und ich weiß auch nicht, ob ich sie nur mag oder mich nur ihr schuldig fühle, weil sie mich damals herausgeholt hat, dass ich mit ihr wieder meinen ersten oder wieder Sexualleben kennenlernen durfte. Aber dann ist die Sache ja schon, da kommt ja schon viel mehr Licht in die Sache. Mhm. Wenn du sagst, dass du deine Freundin eigentlich nicht mehr begehrst und nicht mehr geil und scharf findest. Also ich leck sie gerne aber und alles, ich küsse sie gerne, aber ich krieg dabei ja keine Erektion. Ja, okay, das hast du ja schon gesagt, aber du sagst ja auch grundsätzlich, dass du deine Freundin nicht mehr so begehrenswert findest wie vielleicht am Anfang oder wie andere Frauen. Ja. Sagst du? Mhm, ja. Das ist richtig. Ja, aber dann ist da liegt doch der Schlüssel des Problems, Sven.
Aber ich hatte zum Beispiel auch eine Affäre, also mit einer Frau. Ja. Und bei der hat es am Anfang super geklappt. Ja. Und bei der flappt es jetzt auch ein bisschen ab. Also da habe ich auch nicht mehr immer eine Erektion. Ja. Also ja. Irgendwie immer dieses Neue interessiert mich sehr. Mhm. Aber dann irgendwie habe ich kein Interesse mehr. Und das macht mir ein bisschen Angst, dass es dann, dass mich niemals eine so fesseln könnte. Ja, aber Geduld. Du bist 22 Jahre alt. Da finde ich das völlig okay, wenn man auch noch viel versucht und sich austobt. Und wenn das eben über einen längeren Zeitraum nicht funktioniert, ist das auch noch normal. Das kann auch normal sein, sagen wir es mal so. Da würde ich mir an deiner Stelle keine großen Gedanken machen. Ich würde einfach feststellen, dass erotisch, sexuell funktioniert das nicht so optimal mit meiner Freundin, wie es eigentlich funktionieren sollte. Weil einfach nicht mehr so die Spannung da ist zwischen euch beiden. So. Und da musst du irgendwann die Konsequenz draus ziehen, weil dann kannst du wirklich auf Dauer nicht deiner Freundin zumuten. Wie reagiert sie denn überhaupt darauf? Na, sie sagt für sich, es ist okay und ich soll mir dann nicht mal so einen Stress machen und dass sie das immer zusammen hinbekommen werden. Ja. Das ist nett, aber das löst dein Problem nicht. Nee, und ich weiß auch nicht immer, ob sie das so ehrlich meint. Mhm. Weil oder ich ob sie so nämlich, sagt, weil sie mich liebt. Ja, weil ich mir auch nämlich vorstellen könnte, dass du schon, wie du es auch gerade gesagt hast, schon Lust auf andere Sachen hast. Und wenn es mit dir alleine mehrere Mal sogar funktioniert hintereinander. Das heißt, da ist ja eine große Sehnsucht nach Sexualität. Sehr sogar. Also ich mache es ungefähr 4-5 Mal pro Tag. Mhm. Also irgendwie, das ist ja das ganz Komische. Ja, aber dann sagt das, ich sag's nochmal, dann sagt das aber so viel aus über dich, über die Beziehung zwischen dir und deiner Freundin. Da liegt die Wurzel des Übels, Sven. Da musst du drüber nachdenken. Will ich noch in dieser Beziehung sein? Kann ich das mir zumuten und meiner Freundin zumuten? Das ist es, finde ich. Und das, vielleicht wird irgendwann eine Fügung sich ergeben, dass du mit einer Frau zusammen bist, wo du dann über auch einen sehr langen Zeitraum Spaß an der Sexualität mit ihr hast. Ich glaube, das Problem liegt in deiner Beziehung. Und da musst du drüber nachdenken, was du da, ob du das so weiterführst oder ob du das irgendwie vielleicht dann auch auflöst. Du meinst ja, dann würde sich das auch mit den Potenzstörungen so weitergehen? Ja, du hast keine Potenzstörung, glaube ich nicht, wie du es gerade beschrieben hast. Du hast einfach keinen Bock auf deine Freundin. Ja, und das ist wahrscheinlich dann auch immer, dass ich mich im Kopf dann immer mehr zerbreche. Ja, eben, wenn genau. Wenn es immer wieder nicht klappt. Ja, genau, ja. Also, das Problem ist die Beziehung. Da musst du eine Lösung, wie auch immer, für dich finden, Sven. Finde ich. Nee, dann ist ein guter Ratschlag. Dann wünsche ich alles Gute und gutes Gelingen. Danke vielmals. Tschüss, Sven. Und weiter geht es mit, frage ich meine Regie, mit Christian, der ist 27 Jahre. Hallo Christian. Hey, moin Jürgen. Wo bist du denn? Das klingt ja, bist du irgendwie in Afrika oder am Südpol? Nein, ich bin mit dem LKW unterwegs und müssen wir jetzt erstmal gleich einen Parkplatz suchen, damit das ein bisschen leiser wird. Ja, das wäre sehr löblich. Ja. Aber wir können ja schon mal ein bisschen reden. Um was geht's denn? Ja, ich wollte erstmal ein ganz dickes Lob an deine Sendung und ich wollte dir so ein bisschen was über die Night Talkers erzählen. Über was? Über Night Talkers. Über Night Talker. Ja, genau. Ja. Wir sind so eine kleine LKW-Gruppe. Ja. So 6 bis 10 Personen. Aha. Und dann diskutieren wir jede Nacht deine Themen aus. Ehrlich? 2 Uhr, ja. Das ist ja lustig. So, über Funk. Nee, wir machen dann immer so eine Handyverbindung und dann immer so eine Konferenz. Das heißt, ihr Jungs seid immer jede Nacht auf der Straße? Jede Nacht auf der Straße. Und ihr seid auch immer so in unserem Sendegebiet, also im Großraum Nordrhein-Westfalen und angrenzende Bundesländer? Ja, genau. Und wenn mal einer nicht mithören kann, dann wird das eben halt so geregelt, dass man den auf Handy anruft und dass das Radio dann losgeht, damit er auch mitreden kann. Das finde ich ja lustig. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen und wie seid ihr zustande gekommen, dieses Night Talker Netzwerk? Oh, also angefangen hat das mal so mit 2-3 Leute und ja, dann haben wir mal so überlegt und dann haben wir gedacht, auch dann könnten wir den nochmal anrufen und dann nehmen wir den nochmal eben mit rein. Ja. Oh, und dann zieht sich das jetzt schon so über 2 Jahre hin. Ach, das ist ja toll. Das freut mich sehr. Das ist eine schöne Rückmeldung. Ich weiß ja, dass sehr viele Brummifahrer uns hören in der Nacht, überhaupt viele Autofahrer, die unterwegs sind. Aber wenn ich dann sowas Konkretes noch hier erfahre, das freut mich wirklich sehr. Was sind denn so Themen, Christian, die euch am meisten interessieren bei uns? Also wir
diskutieren eigentlich alles aus. Ja? Naja, aber es gibt da bestimmt Themen, wo du jetzt beispielsweise besonders sagst, das interessiert mich und das andere weniger. Ja, da geht es so mehr so um Frauengeschichten und sowas alles. Das dann weniger? Das dann eher mehr. Ach so. Mehr so die Selbstmordsachen, die du da so ab und zu mal hast und diese schwer Erkrankten und so, da gehe ich dann eher mal doch lieber von weg. Ja, weil es dann zu traurig wird und zu ernst. Ja, von meinem Vater, die Frau ist jetzt im April erst gestorben an Krebs. Mhm. Und dann kommen die ganzen Erinnerungen. Ja, gut. So, den Draht hatte ich da auch nicht so hin, sagen wir. Ja. So, jetzt sind wir ja ab nächste Woche in Sommerpause, da muss ich euch dann leider zumindest im Radio alleine lassen. Ja, leider. Aber das müsst ihr mir gönnen, dass ich auch mal ein bisschen ausspannen kann. Ja, müssen wir uns eben halt eigene Themen mal eben suchen. Ja. Hättest du denn vielleicht noch eine Anregung oder einen Wunsch, was wir so machen könnten mal in der nächsten Zeit, vielleicht nach der Sommerpause? Du könntest vielleicht mal einen ganz dicken Appell an die Autofahrer starten. Ja. Die Lkw-Fahrer vielleicht auch mal verstehen könnten. Ja. Weil ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass die dann so völlig ausflippen, nur weil man mal überholt hat. Mhm. Wenn es mal ein bisschen länger gedauert hat, dann eine ausbremsen und was weiß ich. Also so 40 Tonnen kommen schon eher nicht so schnell zum Stehen wie so ein Pkw. Ja. Wie viele Tonnen fährst du? 40. 40 Tonnen? Ja. Wie lange schon? 3 Jahre. Ja. Ja, den Appell hast du ja jetzt gerade schon gesagt. Das ist ja ein angespanntes Verhältnis zwischen Pkw-Fahrern und Lkw-Fahrern. Ja, das stimmt. Wo sind deine Strecken? Wo fährst du immer? Von wo bis wo? Oh, es ist immer unterschiedlich. Ab und zu fahre ich dann mal Richtung Holland rüber. Ja. Jetzt fahre ich schon 1,5 Wochen immer ins Ruhrgebiet rein. Ja. Kann auch mal sein, dass ich mal nach Hessen runterfahre. Und immer nachts? Immer? Immer nachts, ja. Ja. Also haben wir beide. Das ist auch mal ganz gut, wenn man da mal eine Stunde lang deine Sendung hört. Ja. Wo dann mal Abwechslung im Radio ist. Also immer diese selbe. Ja, glaube ich. Die man da hört. Ja. Ja. Dann wollten wir haben uns dann noch überlegt, dann ein Mädchen zu grüßen, was in Köln, glaube ich, im Krankenhaus liegt und schwer krank ist. Okay. Ja. Nett, weil sie auch jede Nacht deine Sendung hört. Und dann wollten wir mal die Night Talkers sie mal herzlich grüßen und dann mal fest die Daumen drücken, damit sie da wieder auf Beine kommt. Sehr nett. Das freut mich. Ich schließe mich den Wünschen natürlich und den Grüßen an, aber sehr nett, dass du es gesagt hast. So, dann grüße ich auf diesem Wege dich natürlich sehr herzlich und vor allen Dingen deine Jungs auch und hoffe, dass ihr uns treu bleibt. Wir sind dann natürlich dann im Ende August wieder für euch allnächtlich da. Ja. Alles Liebe. Überhaupt kein Problem. Alles Liebe und alles Gute, Christian. Ja, ich wollte noch ein paar Autogrammkarten klar machen, wenn das geht. Dann kennst du das Prozedere, ja? Wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Alles klar. Okay, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, ich gucke gerade hier auf meinen Monitor und da läuft der Vorspann vom WDR-Fernsehen. Das heißt, jetzt sind wir gleich alle vollzählig und ich freue mich dann auch, die Zuschauer vom WDR-Fernsehen begrüßen zu können. Es kann sich nur noch um ein paar Sekunden handeln. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr jetzt auch da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das Fernsehen ist ein bisschen später. Wir haben hier im Hörfunk und bei 1 Festival und bei 1 Live schon angefangen. Jetzt sind wir vollzählig. Wir haben heute eine freie Themennacht. Das geplante Thema, das verschieben wir. Wir öffnen heute die Sendung, eine offene Runde. Und wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. 0800 220 50 50. Weiter geht es dann jetzt mit dem Rico. Und Rico ist 23 Jahre alt. Hallo Rico. Hallo. Hallo Rico. Um was geht's bei dir? Ich habe ein großes Problem, also ein psychisches Problem. Meine Freundin, die ich kennengelernt habe vor circa 4 Monaten, die hat mir vor circa 3 Wochen gesagt, dass sie von ihrem Stiefvater seit über 6 Jahren jetzt schon sexuell missbraucht wird. Und ich habe, als ich das erfahren habe, ich wusste nicht, was ich dazu sagen soll. Das heißt, der sexuelle Missbrauch hält noch immer vor. Das passiert immer noch. Das Problem dabei ist, sie hat mir das gesagt vor circa 3 Wochen. Mhm. Und da habe ich sie gefragt, wann das letzte Mal das passiert ist. Hm? Hat sie zu mir gesagt, vor circa 2 Wochen.
Also das heißt, als sie mir das erzählt, also jetzt vor ungefähr 5 Wochen, da waren wir schon zusammen. Ja. Wie alt ist deine Freundin? 18. 18. Hat sie Näheres darüber erzählt, wie das angefangen hat, was genau passiert und so weiter und wie oft das passiert? Wie oft nicht, aber sie hat nur zu mir gesagt, ich wollte auch nicht weiter, weil ich da halt auch komplett abgestockt habe. Ich habe erstmal gedacht, was machst du jetzt? Weil ich bin 23, das Mädel ist 18 und bevor du da irgendwelche überschnellen Reaktionen machst, dann überlegst du erstmal kurz und ich habe versucht zumindest zu überlegen. Also das heißt so, die Details weißt du nicht, was auch verständlich ist, dass man da dann nicht... Ich muss auch ehrlich sagen, so viel darüber wissen, glaube ich, will ich auch nicht. Mhm. Weil ich dann nicht wüsste, was ich mit dem Vater machen würde. Mhm. Wer weiß das denn außer dir jetzt noch? Also, SW ist ihre Cousine, der sie das in meinem Beisein erzählt hat. Und da habe ich nur noch, also ihre Cousine, besser gesagt, hat sie darüber ausgefragt und ich habe dann nur noch gesagt, als ihre Cousine gesagt hat, wann ist es denn das letzte Mal passiert, sagt, das will ich nie wissen, da bin ich in den Nebenraum gegangen und wollte das auch gar nicht hören. Aber du hast es dann doch gehört. Nein, habe ich dann doch erfahren, ja. Und das hat mich dann, also ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich bin total fertig. Ich finde es ja erstmal erstaunlich, dass sie dir das schon doch so früh erzählt hat, wo ihr erst 4 Monate zusammen seid. Also ich kenne sie 4 Monate. Ich bin mit ihr erst seit 2 Monaten, seit ein bisschen mehr als 2 Monaten zusammen. Das Problem ist, ich weiß überhaupt nicht, was ich mache. Was hat das denn jetzt bei dir für Gefühle ausgelöst, dass du das weißt? Nachdem du das, bitte? Pass. Auf diesen Mann? Auf den, natürlich. Natürlich. Wie hat das deine Gefühle zu ihr verändert? Hat es überhaupt die Gefühle verändert? Ja, in jeder Hinsicht schon, ja. Weil ich mir jetzt viel mehr Sorgen um sie mache und... Ja. Lebt die denn noch in dem Haushalt? Ja, das ist ja. Na klar. Naja, das ist das Problem dabei. Damit komme ich nicht klar. Ist deine Liebe, deine Verliebtheit zu ihr auch irgendwie, ich sag mal nicht gestört, aber irritiert? In einer gewissen Hinsicht schon, aber auf einer anderen Hinsicht ist es stärker geworden. In welcher Hinsicht ist es irritiert? Ja, weil ich halt nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Ob sie mir noch irgendwas verheimlicht oder ob sie mir irgendwas nicht sagen will oder warum. Genauso, ich habe ihr auch gesagt, wieso gehen wir nicht zur Polizei, als ich das erfahren habe. Los, ab zur Polizei. Weg mit ihm. Hinter Gitter. Da sagt sie, nee, das möchte ich nicht wegen meiner Mutter. Ja. Weißt du? Wegen deiner Mutter. Tja. Weißt du, ob die Mutter das weiß? Das ist ja für mich eine große Frage, eine sehr große Frage sogar. Ich verstehe das. Bitte? Ich habe seitdem nichts mehr weder mit ihrer Mutter noch mit ihrem Stiefvater geredet. Weil ich auch nicht den Mut hätte, die Mutter, ich glaube auch die Mutter, die Mutter hat viel zu viel Angst. Also ich, so wie die meine Frau, also meine Freundin mir gesagt hat, hat ihre Mutter auch viel zu viel Angst davor, wenn da wirklich irgendwas rauskommt. Ja. Keine Ahnung. Ja. Das heißt, du hast vorher diesen Stiefvater schon kennengelernt. Ja, genau. Ja, wie hast du den empfunden? Was ist das für ein Typ? Ist nett, das ist ja gerade das. Hat er sich dir gegenüber auch nett verhalten? Ja. Das ja. Sympathisch, nett, offen. Also Rico, das ist natürlich wirklich für dich eine ganz schwierige Situation, wie jetzt damit umzugehen ist. Das verstehe ich. Und dir sind relativ, ich sag mal relativ, die Hände auch gebunden. Ich kann nichts machen. Ja, was du machen kannst, und wir werden dir gleich auch noch etwas behilflich sein. Du kannst und solltest auf jeden Fall deiner Freundin, und das werden wir dir auch gleich weiterreichen, entsprechende Adressen und Telefonnummern geben, wohin sie sich wenden sollte, auf jeden Fall, wo sie auch anonym bleibt, wo sie erstmal eine Hilfe kriegt.
Problem dabei ist nur, ob sie das will. Zu mir sagt sie nur, in letzter, jetzt schon seit 14 Tagen sagt sie nur noch zu mir, ich möchte darüber nicht mehr nachdenken, ich möchte einfach nur noch meine Ruhe haben. Mhm. Ja, das kann natürlich auch sein. Kommt, ich habe keine Ahnung. Also, das kann natürlich sein. Und jedes Mal, wenn ich das Thema versucht anzusprechen habe. Ja, gut. Das ist insofern äußerst schwierig, weil man natürlich auch so einen Menschen nicht bedrängen kann. Aber sie hat es dir relativ früh gesagt. Das zeigt mir, dass da schon ein großes Vertrauen zwischen euch ist und natürlich auch ein großer Leidensdruck bei ihr. Das ist ja völlig klar. Ja, das habe ich auch eingesehen, das sage ich auch, das habe ich ihr auch gesagt. Ja. Schön, dass du mir das so zeitig sagst. Und natürlich, jeder von uns würde jetzt sagen, mein Gott, so schnell wie möglich zur Polizei und anzeigen, würde ich auch ja, sagen. Genau. Aber das müssen natürlich die betroffenen Menschen, im Falle deiner Freundin, die müssen das für sich entscheiden, ob die das jetzt schon wollen, ob die stark genug dafür sind. Und deswegen ist der bessere Weg immer, dass die Opfer sich erst eine psychologisch-therapeutische Hilfe suchen. Ja, genau. Ich bin ja zum Beispiel bei der Bundeswehr, ich bin Soldat. Mhm. Und ich mache jetzt schon, seitdem ich das weiß, jede Woche so zeitig wie möglich nach Hause, um bei meiner Frau zu sein, um ihr irgendwie Unterstützung zu geben. Weil ich war auch schon bei der Bundeswehr, beim Sozialberater, beim Psychologen, beim Arzt. Ich habe denen das schon erzählt und die sagen, die können mir auch nicht helfen. Solange wie die Frau nie will, kann ich dir nicht helfen, sagen die. Was du natürlich machen kannst, ist, dass du könntest natürlich bewirken, dass sie so schnell wie möglich da auszieht, dass ihr beispielsweise zusammen eine Wohnung habt. Ja, das wollen wir. So, das ist ja schon mal das etwas ganz, ganz, ganz Gewichtiges, dass sie aus den Händen, aus dem Umfeld von dem Typ raus ist. Ja, das habe ich auch gleich gesagt. Du ziehst da aus. Aber dann, das Problem dabei ist nur, sie hat noch ihre Lehre, ich bin noch beim Bund und es geht erst nächstes Jahr und ich will sie nicht noch ein Jahr lang bei ihr. Überlege, ob ihr beide nicht doch irgendwie euch eine kleine Mini-Wohnung oder ein Zimmer-Apartment leisten könnt. Überlege das. Ob es nicht irgendwelche Mittel gibt. Es muss ja nichts Besonderes sein. Hauptsache, ihr seid erstmal raus oder sie ist erstmal raus da. Wo wohnst du denn im Moment? Ich wohne noch zu Hause. Also ich habe zwei Wohnungen. Ich wohne einmal zu Hause und einmal... Beim Bund. Beim Bund und dann noch... Also ich habe drei Wohnungen. Ich habe eine Wohnung zu Hause im Zimmer. Ja. Mit Eltern im Elternhaus. Ja. Dann habe ich eine kleine Wohnung, eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Leipzig, wo ich halt bei der Armee bin und dann halt in der Kaserne noch das Zimmer. Ach so, und deine Freundin wohnt nicht in Leipzig? Nee, meine Freundin wohnt in der Nähe von mir, halt von meinem Elternhaus. Okay, das können wir jetzt nicht genauer erörtern. Das musst du sehen, wie deine finanzielle Situation ist. Ich denke, wo ein... Geht schon, aber das Dumme dabei ist nur, sie sagt halt, sie möchte halt ihre Lehre und das nicht alles aufs Spiel setzen. Muss ja auch nicht. Sie muss es ja auch nicht... geben und was weiß ich nicht. Ich verstehe das halt nie. Naja, sie setzt ja nicht ihre Lehre aufs Spiel, wenn ihr zusammen eine Wohnung habt. Ja, aber das meine Freundin denkt da, die sagt halt, nee, ich will die Sache vergessen. Ich sage, das kann ich nicht vergessen. Ich kann den Menschen nicht mehr unter die Ohren treten. Wenn ich den sehe, dann weiß ich nicht, was ich da mache. Du könntest ja auch nochmal mit ihrer Cousine sprechen, dass ihr beiden mal überlegt, dass ihr zumindest diese Hilfsangebote vorlegt, die wir dir gleich geben werden. Dass sie dann aber, ihr dürft sie wirklich nicht bedrängen, das muss sie alle. Ja, aber ihr könnt. Ich habe damals die E-Mail geschrieben und alles und gesagt, hier, ich habe ein Problem. Ja. Ich will sie nicht bedrängen, ich will nichts machen. So, dann musst du ihr das, der muss es ihr hinlegen. Oder ihr müsst es ihr hinlegen. Und du musst vielleicht auch zumindest das ihr nochmal näher bringen mit der Wohnung, weil das ist ja das Faktische überhaupt, dass sie da rauskommt. Dass das ganz schnell organisiert wird. Das kann man ja, wenn man will, relativ flott organisieren. In der Hoffnung, dass sie von sich aus dann irgendwann die Initiative ergreift und sagt, okay, ich habe hier Telefonnummern und ich weiß, wohin ich mich wenden kann und jetzt mache ich es. Jetzt kann ich nicht mehr. Das Problem ist halt nur dabei, sie sagt, okay, ausziehen würde ich gerne, aber... zur Polizei oder irgendwas gehen, um ihn, was ich am liebsten würde. Ja, okay, das ist ja eins nach dem anderen. Ja, eins nach dem anderen. Wenn sie schon mal sagt, ausziehen, okay, dann ist das doch schon mal sehr viel. Dann hast du sie schon mal geschützt, dann ist sie da raus. So, ja. Der nächste Schritt ist, dass sie zu einem Therapeuten geht. Ja, das habe ich auch gesagt, dem Therapeuten. Ja, okay. Das könnte ich machen, aber der Therapeut, sie sagen, die geht davon aus, der Therapeut
gleichzeitig Polizei bedeutet. Das heißt, nein, das ist nicht so. Ihren Stiefvater da wegzuschließen. Mhm. Das will sie nicht wegen ihrer Mutter, weil ihre Mutter schon... Mhm. Wir werden dir jetzt auch noch gleich mal eine Information so an die Hand geben, was das bedeutet, wenn man dann zu einem Therapeuten geht. Nämlich, das ist ein ganz geschützter Raum, in dem man ganz offen reden kann, ohne juristische Konsequenzen auch. Rico, mein Psychologe heute Nacht heißt Peter. Du legst bitte auf und der Peter ruft dich jetzt wieder an und sagt dir alle Einzelheiten und versorgt dich auch mit dem entsprechenden Material. Okay, danke schön. Ja, alles Gute wünsche ich euch beiden. Schönen Abend noch. Tschüss. Und weiter geht es mit der Marina. Marina ist 19. Hallo Marina, guten Morgen. 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 Um was geht's bei dir? Ich habe starke Eheprobleme mit meinem Ehemann. Wie lange bist du schon verheiratet? Ein Jahr. Ja. Etwas über ein Jahr. Und 3,5 Jahre bin ich halt mit ihm zusammen. Ja. Und ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also. Was sind das für Eheprobleme? Also wir streiten ziemlich oft. Es ist schon mal so weit gekommen, dass er mit einem Messer auf mich losgegangen ist. Und hat zugestochen? Nee, zum Glück nicht. Und ich war ja kurz davor, zur Polizei zu gehen. Und dann hat er mich angefleht, halt das nicht zu tun. Mhm. Und dann habe ich das auch nicht gemacht. Mhm. Halt, weil wir einen Sohn haben auch noch, zweijährigen. Und dem wollte ich das nicht antun, wenn die Polizei ihn dann da so rausholt und er davon wach wird. Weil das ist ja mitten in der Nacht gewesen. Und ja, wir streiten uns halt wegen jeder Kleinigkeit eigentlich. Und ich habe halt das Gefühl, ich kann halt meine Meinung nicht richtig äußern. Ja. Weil ich habe Unrecht und er hat immer Recht. Ja. Und er hatte mich auch betrogen gehabt zweimal. Mhm. Also einmal hat er zugegeben, das zweite Mal angeblich ja nicht. Mhm. Und ich weiß nicht. Und sie ist das alles ziemlich scheiße im Moment. Mhm. Seit wann ist es so für dich unglücklich? So gut wie die ganze Beziehung eigentlich. So gut wie die ganze Beziehung. Also nach 3 Monaten hat er sich abgekapselt von mir. Da bin ich ja auch schon schwanger gewesen. Ja. Also als ich schwanger geworden bin. Ja. Da ging das los. Wir sind ja auch ziemlich früh zusammengezogen. Mhm. Und er ist bei seinem Kumpel gewesen, die ganze Zeit. Mhm. Er ist morgens aus dem Haus. Spät nachts ist er dann wiedergekommen. Mhm. Er hat sehr viel getrunken. Er ist sogar auch einmal durchgedreht. Was heißt das? Er hat CDs durch die Gegend geschmissen. Mhm. Und zu unserem ersten Valentinstag hat er mir einen Teddybär geschenkt, den hat er aufgehangen und hat dann irgendwie rumgeschrien von wegen Blut ist dicker als Wasser. Er hätte ja doch mal auf seine Schwester hören sollen. Weil die Schwester gegen eure Beziehung war? Die Schwester, die Mutter, die Oma, eigentlich alle. Eigentlich alle. Mhm. Wie alt ist eigentlich dann dein Mann? 23. Ja. Du hast gerade gesagt, er geht mit dem, ist schon einmal mit dem Messer auf dich zugegangen. Hat er dich auch schon mal geschlagen? Er hat mir ins Bein gehauen und mich schon öfters gegen die Wand geschubst. Mhm. Und halt, dass er mich im Stich gelassen hat, als ich schwanger war, das kann ich halt alles nicht vergessen. Wie verhält er sich denn heute dem Kind gegenüber? Also es ist schon besser geworden. Er hat ihn zwischendurch immer, wenn er halt so, wenn der kleine Kleinigkeiten so missgebaut hat, so, dann hat er ihm gleich welche auf die Finger gegeben. Mhm. Und ich hab ihm immer wieder gesagt, lass es sein. Und mhm. Ja. Also, wie du das jetzt schilderst, klingt das alles sehr, sehr traurig und sehr bedrückend. Ja. Gibt es noch was Schönes in eurer Ehe? Eigentlich nicht. Hm. Er ist ja auch ziemlich oft im Chat. Hm. Und da ich ihm ja nicht wirklich vertrauen kann, dadurch, dass er fremdgegangen ist, und ich habe das erst ein Jahr später erfahren. Hältst du es für möglich, dass er jetzt wieder irgendwas am Laufen hat? Dazu kommt er ja nicht, weil ich ihn ja kontrolliere. Ach so, aber wenn du nicht kontrollieren würdest, dann... Ja, er schreibt einigen Frauen, dass er in sie verliebt ist. Und... Woher weißt du das? Ja, also ich habe mich da so reingeloggt gehabt in so einer Chatbörse. Da musste man ein Passwort eingeben. Ach so, und das wusste er nicht. Dann wart ihr beide parallel drin, oder wie?
Ja, er ist bei sich drin und ich war bei ihm auch drin. Ach so. Mhm. Und dann habe ich die Nachrichten gelesen, die die Frauen ihm geschrieben haben. Mhm. Hast du ihn damit konfrontiert, mit deinem Wissen? Am Anfang nicht. Hinterher erst, als ich gar nicht mehr konnte. Und da war er wahrscheinlich sauer. Da war er sauer. Dann ist er wieder aggressiv geworden. Mhm. Dadurch ist dann auch wieder Streit aufgekommen. Ja. Und dann dreht er halt immer total durch. Und ich traue mich ja kaum noch irgendwas zu sagen. Mhm. Nur wenn es um den Kleinen geht, da sage ich noch was, weil... Mhm. Also, so geht es. So kann das nicht weitergehen, Marina. Ja, das weiß ich ja. Ich habe mich ja schon öfters von ihm getrennt und... Was ist denn... Sind da noch bei dir Gefühle oder ist es eigentlich alles, wenn du ganz ehrlich bist und in dich hineinhorchst, ist es eigentlich alles tot? Das weiß ich ja nicht so. Zwischendurch glaube ich schon, dass ich ihn noch liebe, aber dann habe ich das Gefühl, vielleicht klammere ich mich nur an die ersten 3 Monate. Mhm. Mhm. An eine schöne Erinnerung, die lang zurückliegt. Ja. Ja. Schlaft ihr noch miteinander? Jein, würde ich mal sagen. Was heißt das? Also so kurze Nummern sind das eigentlich nur noch. Mhm. Machst du ihm das zuliebe? Ja. Eigentlich würdest du es gar nicht mehr wollen? Zwischendurch nicht. Mhm. Gibt es Zärtlichkeiten zwischen euch beiden? Streichelt er dich mal, nimmt er dich in den Arm, kuschelt er mit dir? Ja, so am Tage nimmt er mich zwischendurch mal in den Arm. Mhm. Nur abends, da leben wir sozusagen nur noch so nebeneinander her. Mhm. Weil er ist im Chat ist er noch zwischendurch. Mhm. Und dann ist da noch so ein Online-Spiel, was er die ganze Zeit spielt. Mhm. Hat er auch einen Job? Ja. Einen 1-Euro-Job hat er. Ach so. Mhm. Und vorher ist er ja gar nicht arbeiten gegangen. Mhm. Und dadurch wurde uns das Geld immer gesperrt vom Arbeitsamt. Mhm. Also alles ist schwierig. Und alles ist für dich alles andere als rosig. Ja. Was ist jetzt zu tun? Zu tun wäre, aber ich habe fast die Vermutung, dass er das nicht mitmacht. Zu einer Eheberatung würdest du ihn nicht kriegen? Weiß ich nicht, das hat er schon mal gesagt. Aber er wollte auch eine Therapie machen gegen seine Aggression, das war 2005. Achso, er hat sogar von sich aus gesagt, wir sollten mal zu einer Eheberatung gehen? Das hat er gesagt, aber ich kenne ihn zu gut und ich weiß, dass er das nicht durchziehen wird. Wenn du jetzt ganz konkret sagen würdest, pass mal auf, ich habe hier eine Adresse und ich habe auch schon einen Termin. Lass uns gehen. Würde er dann gehen? Er würde mitgehen. Das wäre ja schon mal. Er würde das nicht durchziehen. Na, immerhin, das wäre schon mal eine Sitzung. Ja, aber weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht, Marina. Das hört sich wirklich so, eigentlich von außen betrachtet, hört es sich ziemlich erledigt an, die Ehe. Und von außen betrachtet würde ich so spontan auch sagen, dass wahrscheinlich das Allerbeste wäre, wenn ihr vielleicht zumindest erstmal auf Zeit euch trennen würdet. Das wollten wir ja auch schon. Wir wollten ja auseinanderziehen. Mhm. Aber er hat sich nicht wirklich um eine Wohnung bemüht. Mhm. Er lässt es so laufen. Ja, mhm. Für ihn, denke ich mal, ist alles in Ordnung. Ja, aber du bist diejenige, die leidet und die ein unglückliches Leben führt. Ja, und ihn interessiert es ja nicht. Mhm. Also musst du die Initiative ergreifen. Also musst du, im Prinzip gibt es dann ja nur die beiden Wege, dass man das mal vielleicht versucht mit der Eheberatung, obgleich ich da auch schon etwas skeptisch bin. Vielleicht aber würde die Eheberatung zu dieser gemeinsamen Erkenntnis führen, wir sollten uns trennen. Ja. So, oder wenn er das nicht mitmacht, dass du dann dir bei einer Beratungsstelle, da würde ich dir gerne gleich auch noch ein paar Infos geben, dass du dir so ein bisschen Unterstützung und Hilfe suchst und dass du es alleine durchziehst. Denn das ist ja auch kompliziert. Du bist eine junge Frau mit einem Kind. Wie macht man das alles und wie stellt man sich auf eigene Beine? Aber da gibt es schon Hilfe und Modelle. Das ist das Problem. Ich komme nicht von ihm los. Ich schaffe das nicht. Aber das musst du dann natürlich, da musst du tief in dich gehen und dir überlegen, was habe ich jetzt? Und wie leichter könnte mein Leben unter Umständen sein, wenn ich alleine wäre? Was habe ich denn noch von diesem Menschen? Daran habe ich ja auch schon gedacht, was ich dann habe und wie es mir geht. Und eigentlich weiß ich auch, dass es mir besser geht, wenn ich getrennt bin von ihm. Aber ich habe mich ja schon getrennt von ihm, öfter schon. Und dann hatte er sich wieder eingeschmeichelt bei mir. Er ist super lieb gewesen und so. Mhm.
Und dann sind wir wieder zusammengekommen. Mhm. Und ja, das kann vielleicht ein paar Mal passieren, aber ich glaube, irgendwann ist der Leidensdruck so groß, dass man dann vielleicht doch die Kraft entwickelt, zu sagen, ich gehe jetzt. Und dein Leidensdruck scheint mir schon sehr groß zu sein, wie du jetzt erzählst. Ja, zwischendurch habe ich auch das Gefühl, dass ich stark genug sein könnte. Aber dann, weißt du, wenn man einmal gescheitert ist, egal in was, sei es jetzt bei dem Versuch, einen von jemandem loszukommen und man hat das nicht geschafft, das sollte einen nicht abhalten, das zweite Mal zu versuchen. Und wenn man auch da scheitert, dann versucht man das halt zum dritten Mal. Wenn man davon überzeugt ist, dass das eigentlich der richtige Weg ist. Denn das, was jetzt ist, so kann es nicht bleiben. Ja, das Problem ist auch, ich habe niemanden eigentlich, der hinter mir steht. Meine Mutter, die interessiert sich eigentlich nur für sich. Mein Vater, der interessiert sich überhaupt nicht für mich. Sie gehen so zwischendurch mal vorbei mit den Kleinen, aber so gar nichts. Deswegen sagte ich auch gerade, wenn ihr nicht gemeinsam zur Eheberatung geht, dann solltest du alleine dir eine Beratungsstelle oder einen Berater, eine Beratung suchen. Ja. Damit du ein bisschen stabil wirst und damit du mit jemandem so vielleicht einmal in der Woche immer reden kannst, was nun weiter zu tun ist. Wir werden jetzt mal ein bisschen im Hintergrund gucken, was wir dir anbieten können und was wir dir dann auch übermitteln könnten. Okay. Ja, liebe Marina, du legst bitte auf und du wirst von uns, von meinem Psychologen, von dem Peter, zurückgerufen. Okay, danke schön. Alles Liebe, alles Gute, viel Kraft. Danke. Tschüss. So, Freunde, übernächste Nacht, wollte ich sagen. Da haben wir ein Thema und das Thema heißt, wie ging's weiter? Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, mit denen ich schon mal hier in dieser Sendung gesprochen habe. Sei es letzte Woche oder vielleicht sogar vor 10 Jahren. Die mir damals oder neulich irgendwann etwas sehr Dramatisches erzählt haben. Und wenn sich eure Geschichte weiterentwickelt hat und ihr sagt, diese Entwicklung hat es genommen, dann ruft mich an und erzählt mir, wie die Geschichte weiterging. So heißt die Sendung ja auch, wie ging's weiter? Also ich möchte mit Bekannten sprechen, mit denen ich hier in der Sendung schon mal gesprochen habe, die mir mal etwas sehr Dramatisches oder ja Einschneidendes erzählt haben. Wie ging's weiter? Ihr könnt euch per Mail natürlich melden bei uns unter domian@wdr.de oder Donnerstag dann auch ab 0 Uhr anrufen. Also, wie ging's weiter? Dann ab nächste Woche haben wir Sommerpause, aber ihr müsst nicht ganz auf uns verzichten, denn ab nächste Woche Mittwoch gibt es ein Domian-Sommerprojekt im WDR-Fernsehen. Immer mittwochs um 23.15 Uhr, also ein bisschen früher als hier unsere gewohnte Sendezeit. Das Projekt heißt Domian unterwegs. Ich habe interessante Anrufer, die hier bei mir in der Sendung waren, persönlich besucht mit einem Kamerateam. Und stelle euch meine interessanten Gäste vor in diesem Projekt Domian unterwegs ab nächste Woche Mittwoch 23.15 Uhr im WDR Fernsehen. Jetzt geht's weiter mit unserer offenen Runde heute. Und ich frage meine Regie, mit wem machen wir weiter? Mit Vanessa. Und Vanessa ist 20 Jahre alt. Ah, Vanessa ist weg. Dann machen wir weiter mit dem Jens und er ist 28 Jahre alt. Hallo Jens. Ja, hallo Jens. Um was geht's? Ja, ich rufe an, weil meine Lebensgefährtin seit Dienstag die gemeinsame Wohnung verlassen hat. Ja. Letzte Woche Montag hatte sie Geburtstag gehabt, wurde 21. Ich habe ihr da 2 Blumensträuße mitgebracht. Sie hat sich auch mega doll darüber gefreut. Ich liebe dich und sonst solche Sachen. Ja, und am Dienstag ist dann die Bombe irgendwie geplatzt, da hat sie mir einen Kopf geworfen, sie würde mich nicht mehr lieben und sie würde sich zu einem anderen hingezogen fühlen, weil er ihr zuhören würde und bei ihm könnte sie sich auch mal anlehnen. Ja, und seit Dienstag bin ich allein in unserer gemeinsamen Wohnung und sie sagt mir, sie hätte keine Gefühle mehr für mich. Sie ist bei einer Freundin derzeit untergekommen, hat ein paar Sachen mitgenommen und ist dann gegangen. Am Sonntag ist sie hier hingekommen, wollte ein paar Sachen waschen. Ja. Hat mich dann auch mal in den Arm genommen, weil sie gesehen hatte, dass ich total down bin, dass ich geweint habe. Wir haben uns dann auch geküsst. Es war doch schon eher leidenschaftlich. Und dann fragte sie mich, ob ich auch mit ihr duschen kommen würde. Das habe ich dann auch gemacht.
Ja, und dann haben wir dann in der Nacht noch gechattet, weil ihre Freundin auch Internet hatte. Ihr habt geduscht und hattet auch Sex? Nein, Sex nein, nicht. Das nicht. Also, sie hat zwar Anspielungen darauf gemacht, aber... Was sollte das? Warum wollte sie mit dir duschen? Das weiß ich nicht. Was ist das denn für ein Theater? Sie verlässt dich, offensichtlich wegen eines anderen, kommt Wäsche waschen und will mit dir duschen? Ja, und vor allen Dingen kann ich das irgendwie nicht deuten, weil sie sagte, sie hätte keine Gefühle mehr für mich. Mhm. Wo ich mir aber sage, Gefühle vergehen nicht von heute auf morgen. Manchmal schon. Ja, aber vor ein paar Wochen fragte sie mich noch, wann ich ihren Heiratsantrag machen würde. Mhm. Wobei du natürlich recht hast, so von heute auf morgen vergehen die nicht, da hast du recht. Das hat schon immer seinen Vorlauf. Ja, sie ist auch sehr kühl zu mir. Also wenn ich sie darauf anspreche, kommen immer nur ganz sehr kühle Antworten. Sie behandelt mich irgendwie... Ja, nicht mehr wie ein Menschen, mit dem sie anderthalb Jahre verbracht hat. Du wolltest gerade nur was erzählen. Ihr habt dann in der Nacht noch gechattet? Genau. Über MSN hatten wir gechattet und ich hatte sie dann auch gefragt, was das an dem Sonntag dann sollte auch. Und ich habe doch zu ihr gesagt, da war doch irgendwas noch zwischen uns. Und dann meinte sie, ja, das wäre wohl so, aber das würde nicht reichen. Hat sie denn irgendwann, weißt du das, hat sie einen anderen? Also sie hat von einem anderen gesprochen. Mhm. Ich weiß auch ihm seinen Namen. Ja. Ich weiß auch, dass sie, also geht, besucht die Abendrealschule. Ja. Und es ist auch ein Schulkamerad. Okay. Und sie wohnt jetzt wo? Bei einer Freundin, die sie seit ein paar Monaten halt auch schon kennt. Wie lange wart ihr zusammen? Anderthalb Jahre. Ja. Wir hatten auch schon mal telefoniert. Ich habe dir das mit meiner Tochter erzählt, dass sie sehr schwer krank ist. Mhm. Dass sie halt kein Gehirn mehr hat. Mhm. Das war vorletztes Jahr, wo ich dann mit dir telefoniert hatte. Mhm. Und ja, dann ich lernte dann sie auch durchs Internet kennen. Dann hast du dich aber auch sehr schnell entschieden, mit ihr zusammenzuziehen. Ja. Ja. Also wir sind, weil wir keine andere Möglichkeit irgendwo hatten. Sie kam ja aus Hamburg, mhm. also in der Gegend von Hamburg. Ich wohne in Mönchengladbach. Mhm. Achso, dann ist sie direkt zu dir gezogen? Ja, sie ist. Und hatte sie keine beruflichen Verpflichtungen in Hamburg? Nein. Nee. Und hier arbeitet sie jetzt im Moment, ist sie arbeitslos oder hat sie jetzt eine Arbeit? Sie ist arbeitslos im Moment, besucht aber die Abendrealschule. Ach so, genau, das hast du sogar gesagt, die Abendrealschule, genau. Mhm. Ja. Und, ja. So, jetzt stehst du natürlich ziemlich blöd da, ne? Finde ich. Ja, wir haben eine gemeinsame Wohnung. Ja. Und auch die gemeinsame Einrichtung, alles. Na gut, das ist ja erstmal ist ärgerlich, aber nebensächlich. Wichtig finde ich, dass sie dich so völlig im Regen stehen lässt mit der Situation und dir nicht de facto sagt, was los ist. Dich vor allen Dingen vorher noch dir um die Nase gepinselt hat und irgendwas von heiraten erzählt und es gab keinerlei Andeutungen von ihr, irgendwas, hat sie nicht mal eine Kritik geäußert, wenn sie sagt, dass sie sich bei dem anderen anlehnen kann, dass sie es bei dir nicht kann, keine Kritik geäußert? Naja, Kritik war halt, dass ich ihr nicht genug Gefühl von meiner Seite aus rübergebracht habe. Das gab es schon immer wieder mal von ihr zu hören. Richtig. Das hast du dann nicht so ganz ernst genommen, oder? Ja. Mhm. Hast es weggewischt, was immer ein großer Fehler ist. Ich habe halt ein Problem damit, ein bisschen so auf andere zuzugehen und ja. auch meine Gefühle nach außen hin zu zeigen. Ja. Weil man halt auch oft in der Vergangenheit verletzt worden ist und irgendwann blockiert man auch ein bisschen. Hm. Aber ich habe auch ihr jetzt auch mal gezeigt, wie es auch anders sein kann. Mhm. Und ja, irgendwie kommt da aber nichts von ihr rüber. Also ich versuche immer weiter auf sie, also immer weiter ihr entgegenzukommen. Wann war jetzt euer letzter Kontakt? Unser letzter Kontakt war, wie gesagt... Dieses Chatten? Genau. Dieses Chatten. Und seitdem nichts mehr gehört? Keine SMS? Ja, sie versucht mich anzurufen, aber meine Schlafenszeiten sind im Moment, ja, ziemlich komisch. Warum sind die komisch? Naja, ich schlafe auf der Couch derzeit. Und ja, warum schläfst du auf der Couch? Weil im gemeinsamen Bett es mir halt zu weh tut, weil es leer dann ist. Ja. Und ich schlafe unter Tränen ein und stehe auch irgendwo auch wieder mit Tränen auf. Ja. Man ist einsam, es ist still. Mhm. So, ich finde, du solltest erstmal dieses Sofa verlassen. Somit machst du es dir auch noch immer noch schlimmer. Mhm. Da musst du jetzt durch. Da musst du jetzt ein, zweimal Nächte schläfst du da alleine und dann hast du dich da auch schon wieder ein bisschen dran gewöhnt. Mhm. So züchtest du noch das Unglücklichsein um dich herum. Hm.
wenn du die Wohnung auch noch zu sehr zelebrierst. Nicht, dass du denkst, dass ich das jetzt runterwischen will oder dass ich das nicht verstehe. Verstehe ich schon. Aber ich glaube, das sind so Sachen, da muss man gegen sich angehen, um sich selbst auch ein bisschen zu schützen. Das Problem ist, sie hat mir mal vorgeworfen, weil ich auch keine Freunde habe. Mhm. Und ich sollte mir doch mal Freunde suchen. Und sie hat mir auch oft genug halt Leute vorgestellt, die auch Interesse daran hätten, mit mir eine Freundschaft aufzubauen. Nur ich habe ihr halt auch erklärt, dass ich in der Vergangenheit so einen Riesenfreundeskreis hatte, was mich aber auch mal eine Haft gekostet hat. Ich hatte immer irgendwo die falschen Freunde und irgendwann ist man geheilt davon. Das hat dich deine Haft gekostet? Ja, ich hatte damals sehr schlimme Kontakte gehabt. Und habe auch ein bisschen Mist gebaut und... Ach so, falsche Freunde gehabt. Genau. Ja, Jens, aber daraus kann man nicht lernen, dass man nun überhaupt mit niemandem mehr Kontakt hat. Da hat deine Freundin oder deine Ex-Freundin schon recht. Ja, aber man hat auch Angst. Ja, natürlich hat man Angst. Aber man muss auch immer wieder was Neues riskieren im Leben. Ja, und da musst du, ich meine, du hast ja nun schlechte Erfahrungen gemacht und ich hoffe, dein Blick auf Menschen hat sich geschärft, dass du dann schon die Guten von den Schlechten eher trennen kannst. Aber auf jeden Fall ist es natürlich gut, wenn man Freunde hat, wenn man ein bisschen aufgefangen ist, gerade auch in solchen Situationen. Ja. Vielleicht hast du dich auch zu sehr dann auf sie konzentriert und das ist ihr dann vielleicht auch irgendwie zu viel gewesen. Aber wie auch immer, das ist jetzt ein Interpretieren. Fakt ist, sie hat dich jetzt verlassen. Sie hat dir Sachen gesagt, die man nur wirklich nicht gerne hört. Das stimmt. Und das klingt nicht gerade sehr hoffnungsvoll, was sie da von sich gegeben hat. Ihr Verhalten da mit dem Duschen finde ich ein bisschen merkwürdig, aber nun, sei es drum. Ja, also ich... Das Einzige, was du jetzt nochmal machen kannst, ist, dass du sie einfach bittest, sich nochmal klipp und klar zu äußern, wie sie sich alles vorstellt, ob sie wirklich dabei bleiben will, ob ihre Gefühle weg sind. Und sie soll es dir ruhig hart ins Gesicht sagen, weil dann kannst du damit leben. Ja, nur da kommt auf der einen Seite der Satz, ich liebe dich nicht mehr. Aber wenn man da ein bisschen mehr auf den Zahn fühlt, dann heißt das, sie bräuchte irgendwie Zeit. Sie sagte auch, sie möchte ihre eigene Wohnung haben. Okay, das ist doch schon mal eine Ansage. Dann nimm das doch erstmal so hin. Dann lass sie doch in Ruhe und gib ihr die Zeit. Ja, aber dann kommt sie, wie gesagt, an so einem Sonntag hin und macht einem dann wieder so Hoffnungen, wo man dann wieder voller Hoffnungen ist. Da musst du dann sagen, nein. Da musst du sagen, pass mal auf, das passt jetzt nicht ins Bild. Da musst du die Stärke haben und sagen, nee. Und dann gehst du auch nicht mit unter die Dusche. Das ist jetzt einmal passiert, okay, verstehe ich, hat man auch Hoffnung, lässt man sich mitziehen. Aber solche Spielchen bitte nicht nochmal. Das ist zu dämlich. Man kann nicht auf der einen Seite jemanden so vor den Kopf stoßen und dann geht man mit dem unter die Dusche. Das ist komplett albern. Ja, ich habe ja auch gesagt, dass ich sie wirklich über alles liebe. Und ja, das weiß sie. Das wird sie wissen, das musst du ihr nicht jetzt noch 10-mal sagen. Damit machst du es eher kaputt. Wo der Unfall mit meiner Tochter gewesen ist, bin ich ja wirklich in ein sehr tiefes Loch reingefallen. Ja. Ich habe mich komplett abgeschottet von der Außenwelt, hatte sie kennengelernt und wo sie zu mir kam, hat sie mich wirklich aufgefangen. Sie hat mir wirklich den Halt gegeben. Okay, das sind die Geschichten aus der Vergangenheit, an denen man sich natürlich ja sentimental auch hochziehen kann. Ja. Die einem dann wehtun, wenn man sich daran erinnert. Halte dich mal an das Jetzt und an die Gegenwart. Im Moment ist die weg. Im Moment hat die keinen großen Bock auf dich. Ja, sie sagt, ich wäre lieber ein netter Kerl. Also manchmal, gut, ich habe meine kleinen Macken, wo sie manchmal auch mit den Ohren schlackern könnte. Sie wüsste nicht, was sie tun sollte. Sie möchte jetzt auch nicht irgendwie wieder sagen, ja, es ist okay. Und dann ist es wie alles wie okay. Vorher. Okay, lass uns nicht im Kreis reden. Versuche auf ihren Vorschlag einzugehen, dass es erstmal zu einer Distanzierung, zu einer Trennung kommt. Vielleicht auf Zeit. Und sei eisern mit dir selbst und lass sie in Ruhe. Das ist das A und O, was ich immer wieder hier auch sage und auch mir sage, wenn ich in solchen Situationen bin. Also man muss dann tapfer sein und man muss sich zurückziehen. Also weil dann kein Kontakt mehr. Ja, weil das ist die größte Chance, dass man noch wieder was retten kann. Die meisten Leute meinen dann in Aktionismus verfallen zu wollen und die 50. Liebes-SMS zu schreiben. Alles Unsinn. Sich rar machen, sich zurückziehen, das beeindruckt den anderen, weil der andere sich respektiert fühlt und dann hat man vielleicht eine Chance nochmal, dass nochmal etwas wird. Eine Garantie ist das natürlich auch nicht, aber eine Chance ist das. Ja, ich habe halt die Angst, dass wenn man dann ihr die Zeit gibt und man hat den Kontakt nicht, dass sie sich dann weiter von einem wegentfernt. Jens, dann ist es aber auch so. Dann ist es auch so. Wenn da noch was ist, wird die sich nicht von dir weiterentwickeln, weiter wegentwickeln. So.
So, jetzt habe ich ja alles gesagt und wünsche einfach alles Gute und vor allem sei tapfer und hab Kraft. Ja, ich danke dir, Domian. Von Herzen alles Gute. Was eine super Sendung. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Vanessa, hallo Vanessa, 20 Jahre alt. Ja, hallo. Ja, hallo. Oh, ich freue mich, dass ich mit dir reden kann. Ich freue mich auch, dass du da bist. Ja, vorhin hatte ich Probleme mit meinem Handy. Ich hoffe, die Verbindung hält jetzt. Achso, du warst gerade weggebrochen. Du warst die... Ja, genau. Ich war die. Also, ich habe folgendes Problem, dass meine Mutter schon seit vielen Jahren Alkoholikerin ist. Mhm. Und ich momentan einfach nicht weiß, wie ich mit ihr umgehen soll. Ich bin vor 2 Jahren abrupt zu Hause ausgezogen, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Ich bin in die falschen Kreise auch gekommen, damals, wo meine beste Freundin weggezogen ist, war dann auch mit Drogen Probleme gehabt. Und ja. Geht es dir denn heute wieder einigermaßen gut? Ich habe den Freundeskreis komplett gewechselt. Ich habe jetzt eine gute Freundin und habe auch erkannt, dass das auch der verkehrte Weg war, dass ich im Grunde genommen auf der gleichen Schiene gefahren bin wie meine Mutter. Ja. Das hat sich soweit geregelt. Nur das Problem ist einfach, dass ich nicht weiß, wie ich meiner Mutter irgendwie helfen kann. Weil lebt die Mutter alleine oder mit deinem Vater zusammen? Nee, meine Mutter lebt alleine, ganz alleine. Die hat auch keine Freunde, keine Verwandte mehr. Ihre Mutter ist schon tot und ihr Vater auch. Und seit vielen Jahren Alkoholikerin? Seit wie vielen Jahren ungefähr? Also ich habe so als Kind nicht so mitgekriegt. Richtig realisiert habe ich so mit 10 Jahren, wo sich meine Eltern dann richtig getrennt haben. Da ist meine Oma gestorben, mein Vater ist in die untere Wohnung gezogen und ich war mit meiner Schwester oben und meiner Mutter alleine. Mhm. Und da ging das eigentlich erst richtig los. Also es war wirklich schlimm. Also ich bin von der Schule nach Hause gekommen, sie lag irgendwo besoffen in der Ecke, hat uns terrorisiert, nachts um 4 aus dem Bett geholt, uns rausgeschickt, wir sollten jetzt Zigaretten holen und all solche Geschichten. Aber das sind alles Sachen, das ist so viel vorgefallen und trotzdem kann ich sie nicht aufgeben. So. Mhm. Meine Schwester hat den Kontakt komplett abgebrochen. Ist sie älter als du? Sie ist älter als ich, ja. Deine Mutter geht keiner Arbeit nach, wahrscheinlich? Doch, sie kann noch. Pflegerin. Ach, das geht noch. Sie arbeitet in der Nachtschicht. Mhm. Hat da immer einen Wechsel von einer Woche. Also sie arbeitet eine Woche in der Nachtschicht, dann hat sie eine Woche frei. Mhm. Und in der Freiwoche ist es halt sehr extrem. In der Arbeitswoche bin ich der Meinung, dass es sich über Oberwasser hält und nichts trinkt. Da hält sie sich irgendwie mit Tabletten auf Oberwasser. Das war schon immer so. Also weißt du ungefähr die Mengen, die sie trinkt? Kannst du das überblicken? Oh, das ist viel. Was trinkt sie? Wein, Schnaps, Bier? Es wechselt immer mal. Also es ging früher von Wein. Die habe ich teilweise bei mir in Kleiderschränken gefunden als Kind. Ja, ich habe meinen Kleiderschrank aufgemacht, mir kamen die Flaschen entgegengepurzelt und trotzdem hat es abgestritten. Und es ging weiter mit Klosterfrau Melissengeist, den sie sich in die Birne gekloppt hat. Und es wechselte halt immer so, aber wirklich schon heftig. Du sagst, da hat sie es abgestritten. Streichelt sie bis heute ab, dass sie Alkoholikerin ist? Es ist so, wir haben jetzt momentan wieder so eine Kontaktsperre irgendwie. Das geht immer so hin und her. Und ich merke halt immer wieder, dass sie mich anruft. Ich merke das sofort, wenn sie betrunken ist. Also da gibt's auch nichts abzustreiten. Aber in dem Moment, wenn ich sie drauf anspreche, streitet sie es ab. Auch wenn du sie im nüchternen Zustand ansprichst, dann auch? Ja, dann geht sie gar nicht drauf ein. Dann geht sie gar nicht drauf ein. Sofort ein. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Da hast du ganz schlechte Karten. Ja, es war einmal so, also als ich ausgezogen bin, so Hals über Kopf. Also es war wirklich, also ich glaube, da habe ich auch sehr weh mitgetan, weil sie wirklich auch sehr an mir hängt auf der einen Seite. Und ich bin halt Hals über Kopf ausgezogen. Da stand der Möbelwagen vor der Tür und da habe ich erst gesagt, ich ziehe jetzt aus, habe meine Sachen gepackt und bin gefahren. Hast du ihr gesagt, ich ziehe aus, weil du trinkst? Ja, auch. Ich habe gesagt, ich halte das nicht mehr aus. Also es ging schon die ganze Zeit hin und her. Sie hat mich zwischendurch auch mal vor die Tür gesetzt, wenn wir uns gestritten haben. Mhm. Das heißt, sie hat auch nie von sich aus irgendwann eine Therapie mal versucht zu machen? Nein. Gar nichts? Ich habe mit ihr darüber gesprochen. Also 2 Wochen, nachdem ich ausgezogen bin, hatten wir das erste Mal wieder Kontakt. Mhm. Und sie kam dann zu uns. Ich bin mit einem guten Freund in den Nebenort gezogen. Mhm. Und da kam sie dann so nach 2-3 Wochen, kam sie dann das erste Mal, da haben wir dann beide geweint und ich habe mit ihr gesprochen, auch schon früher im Streit und im Guten und habe ihr das gesagt. Ich habe gesagt, dass ich das nicht aushalte, dass ich deswegen ausgezogen bin und dass sie bitte was tun möchte. Und da hat sie mir nur in Tränen drauf geantwortet, es wäre zu spät. Und ich habe ihr auch angeboten, ich gehe mit dir zusammen dahin, wenn du meinst, es ist zu spät, es ist nie zu spät, irgendwas zu ändern. Ich habe es an mir gesehen. Aber immerhin, wenn sie sagt, es ist zu spät, das heißt nicht, nein, ich bin kein Alkoholiker. Das heißt, wenn jemand sagt, es ist... Auf der einen Seite weiß es, aber auf der anderen Seite streitet es immer wieder ab. Das ist so, weiß ich nicht. Und ich habe auch immer das Gefühl, wenn sie mich anruft, betrunken, das ist alles so ein Hilferuf irgendwie. Ich weiß, sie erzählt mir Geschichten und fängt an zu weinen und weiß ich nicht. Also sie lügt auch sehr viel. Und das
Das ist eine immer ganz schlimme und tragische Situation für Angehörige von Alkoholikern. Ich finde, dass du das Richtige gemacht hast, dass du ausgezogen bist. Ja, da hätte man die Hoffnung mit verbinden können, dass sie das wachrüttelt. Offensichtlich ist das nicht geschehen, weil du kannst nichts ändern. Du kannst, glaube ich, nur mit dieser Radikalmethode, die du ja eigentlich schon durchgezogen hast, kannst du hoffen, dass derjenige irgendwie wach wird und von sich aus initiativ wird. Sonst wirst du mit in diese Krankheit und in diesen Horror mit reingezogen. Wenn du ganz nah an einem Alkoholiker bist und versuchst immer wieder ihm zu helfen. Nein, das muss der selbst machen. Der muss entscheiden, ich gehe raus, ich gehe zu den anonymen Alkoholikern oder ich gehe in eine Therapie, was auch immer. Der muss es machen. Ja, aber ich weiß, dass das von ihrer Seite aus nie kommen wird. Also glaube ich nicht. Und ich habe einfach die Angst davor, dass irgendwann mal was ist, weil ich meine, das macht keine Leber auf Dauer mit. Also ich, das kann mir keiner erzählen. Also ich kenne auch aus dem Verwandtenkreis welche, die da an Alkoholsucht gestorben sind. Und ich habe einfach die Angst, dass ich mir irgendwann Vorwürfe mache. Vanessa, es gibt die anonymen Alkoholiker, das sagt ja etwas, ne? Ja, klar. Ja. So, es gibt auch Gruppen, die sind ja, ich glaube, irgendwie sogar vernetzt mit den anonymen Alkoholikern, nämlich da treffen sich Angehörige von Alkoholikern. Ja, ich war schon mal da. Du warst schon mal da? Ich war schon mal da, und? Ja, zu einer Sitzung und ich fand das, auf der einen Seite fand ich das ganz okay, mal darüber zu sprechen, aber auf der anderen Seite habe ich mich nicht wirklich so gefühlt, als würden die einem helfen, weil es wurde halt, man drehte sich ständig im Kreis, der eine erzählte, der andere erzählte und man kam aber auf keinen Punkt und die Berater da haben mir halt wirklich alle gesagt, der beste Weg ist, deine Mutter komplett fallen zu lassen. Mhm. Den kompletten Kontakt abzubrechen, um sie wach zu rütteln. Mhm. Reden bringt da nichts, das habe ich mittlerweile auch gemerkt, aber ich habe einfach Angst davor, sie fallen zu lassen, dass sie aus diesem Loch einfach nicht mehr rauskommt. Das, ich weiß nicht, weil solange ich noch einigermaßen so zu ihr halte und den Kontakt versuche zu halten, auch wenn ständig Streitereien sind wegen irgendwas oder so, aber ich gehe immer wieder auf sie zu. Und wenn du in einer Situation, wo sie nicht betrunken ist, wenn du sie nochmal aber mit aller Härte, zu der du nur fähig bist, nochmal ansprichst, und ihr wirklich androhst, wenn sie nichts unternimmt, dass du komplett den Kontakt abbrichst. Komplett. Aber ihr das vorher so sagst. Hm. Ich kann das verstehen, dass man als Kind natürlich irgendwie denkt, ich muss doch was tun. Ja. Aber vielleicht wäre das eine Möglichkeit, über diese brutale Methode, sie doch vielleicht doch zu bewegen. Ihr vielleicht gleich schon mal, ich weiß nicht, was hinzulegen. Hier, da ist eine Klinik, da kannst du hingehen. Ich habe ihr ja schon, ihr Adressen hingelegt und alles. Und okay, das weiß die, das weiß die auch. Aber dass du ihr sagst, wir beide sind wieder ein Herz und eine Seele, wenn du was unternommen hast. Vorher nicht. Ich bin für dich da, ich gehe für dich durchs Feuer. Aber nur, wenn du den Entzug gemacht hast, wenn du in der Klinik warst. Vielleicht versuch es nochmal, du hast ja nichts zu verlieren, versuch es nochmal. Geh mit aller Macht nochmal in das Gespräch rein. Momentan ist es ja so, dass sie den Kontakt abgebrochen hat. Ja, dann bist du hilflos, Vanessa. Dann kannst du nur da stehen, das ist schlimm genug als Tochter und siehst, wie deine Mutter untergeht. Das ist grauenhaft, ich weiß. Das ist ganz schlimm. Es gibt, glaube ich, keine Lösung, keine vernünftige Lösung. Wenn diese Frau nach so vielen Jahren keine Einsicht hat, ich meine, sie arbeitet ja auch in einem Krankenpflegeberuf und ist mit der Thematik ja im weitesten Sinne auch vertraut, dass sie nicht eine Einsicht hat und dass sie so wenig Lebensmut hat und dass sie sich so aufgegeben hat offensichtlich. Ja, sie versinkt auch total im Selbstmitleid irgendwie. Das ist so ihr größtes Problem irgendwie. Sie ist immer die Arme und jeder will ihr nur was Schlechtes. Und wenn ich sie versuche zu schonen, das war jetzt auch wieder der Fall, weil sie reagiert immer ganz allergisch darauf, wenn ich ihr erzähle, dass ich irgendwas mit meinem Vater gemacht habe. Und da war jetzt eine Situation, wir haben Einkauf bei der Metro gehabt, da hatte ich mir ein Gerät geholt und das hat sie hier gesehen. Sie meinte, oh, wo hast du das her? Ich sah hier, habe ich nebenher aus dem Laden. Ne? Dann hat sie, wo ich an der Arbeit war, sie hat übers Wochenende hier übernachtet. Wo ich an der Arbeit war, hat sie dann meine Sachen durchstöbert, das macht sie auch ganz gerne, weil irgendwie kein Vertrauen da ist, weiß ich auch nicht warum. Und hat dann natürlich diese Rechnung gefunden aus der Metro und da war ich natürlich sofort, gleich mit meinem Vater dahin gefahren bin. Darauf hatte ich dann ein Gespräch mit ihr, habe ihr gesagt, hör zu, ich habe das noch nicht gesagt, um dich zu schonen, weil du immer total ausflippst, wenn ich irgendwas erzähle. Ja, das würde ich jetzt auch sagen und so weiter. Und ja, aber weißt du, solche Sachen gehen auch nicht, dass die in deiner Wohnung da rumschnüffelt und nach Rechnung sucht. Das, damit habe ich mich mittlerweile schon abgefunden. Ich habe auch nichts zu verstecken eigentlich, also es ist mir eigentlich auch wurscht, soll sie machen. Aber Vanessa, meine Sendung ist jetzt vorbei. Ich habe dir das gesagt, was ich noch
dazu zu sagen weiß oder was mir noch eingefallen ist, nämlich nochmal diesen ganz harten Weg zu gehen. Versuch es, du hast nichts zu verlieren. Mach es für dich, mach es für deine Mutter. Mhm. Alles Gute von Herzen. Okay, danke dir. Tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht, Volker Tarke. Morgen sind wir wieder da.